Oh, es ist schon wieder Zeit für einen neuen Vlog. Im letzten Vlog haben wir ja unser Mini-Setup fertig gemacht. Heute, muss ich sagen, ist der Vlog wirklich mega spontan entstanden, ne? Denn ich habe vor ein paar Tagen dieses Ding hier gekauft. Das ist eine SSD-Festplatte für meinen PC. Und dementsprechend bin ich auch gerade dabei, hier meinen PC zu zerlegen und diese Festplatte einzubauen. Ich war jetzt gerade im Begriff, die neue Festplatte hier einzubauen. Und da ist mir ja der Gedanke gekommen, eigentlich könnte ich ihn gleich sauber machen. Aber ich wollte ihn erst sauber machen, wenn ich ins neue Zimmer ziehe. Und das ist jetzt gerade mein Problem, weil wenn ich ihn jetzt sauber mache und ihn hier wieder ins Zimmer stelle, dann verstaubt er wieder. Wegen der Wäsche und Klamotten und so weiter. Und jetzt habe ich mal gedacht, okay, machen wir den PC sauber und verfrachten den kompletten PC plus mein ganzes Setup ins neue Zimmer. Ihr müsst euch einfach nur den Staub hier anschauen, das ist so krass. Ich muss auch dazu sagen, ich mache den PC eigentlich richtig aktiv sauber. Der Staub frisst sich halt nach der Zeit schon ein bisschen fest. Schaut euch einfach mal die Rotoren an. Oh, es wird auf jeden Fall Zeit, den mal wieder gut, richtig gut sauber zu machen. Das ist einfach ein ganz normaler Autostaubsauger, den wohl nur mal mein Vater gegeben hat. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal einen groben Staub rausbekommen. Und dann kann ich mich um den Feinstaub kümmern, der wo irgendwie drin klebt. Weil ansonsten kann das noch hier ein bisschen dauern. Staubisch. Staubisch. Den groben Staub habe ich jetzt erstmal los, aber der Feine, der wehrt sich. Mit allen Mitteln. Da werde ich jetzt mit irgendeinem Tuch drüber fahren. Natürlich nicht nass, weil sonst habe ich zum Schluss ein Problem. Ich habe einen Alien. Sieht fast so aus und bewegt sich auch fast so. Die Staubfeder habe ich jetzt auch schnell mit Druckluft sauber gemacht. Das ist einfach die schnellste und die beste Alternative, den kompletten Staub wegzubekommen. Und der PC sieht jetzt auch einigermaßen wieder besser aus. Natürlich kann ich ihn nicht zu 100% sauber machen, weil dafür müsste ich ihn einfach komplett zerlegen. Ich bin in der Computermaterie nicht so gut drin, dass ich jetzt sage, ah, okay, ich weiß jetzt, wo der Stecker wieder hingehört, ich weiß jetzt, wo der war. Das traue ich mir leider noch nicht zu. So, der PC dürfte jetzt eigentlich wieder einsatzbereit sein. Den PC habe ich damals mit zwei Kumpels zusammengebaut. Also, beziehungsweise sie haben ihn zusammengebaut und ich habe mehr oder weniger zugesehen. Aber auf jeden Fall könnte mir, auch wenn ich nicht so viel Erfahrung mit dem Zusammenbauen habe, noch mal vorstellen, noch einen zusammenzubauen, weil ich einfach Bock drauf habe. Hoffentlich funktioniert er jetzt noch. Mein Bruder hat mir auch noch gerade beim PC geholfen. Und zwar hat die mal einen riesen Fail gemacht. Und zwar habe ich diese Tür am Boden gelegt. Daraufhin sind so viele Kratzer in dieser Tür gewesen, dass man halt keinen guten Blick mehr hatte auf den PC innen. Mein Bruder hatte gerade eben das Plexiglas hier mit Zahnpasta eingerieben, weil er meinte, da gehen die kleinen Kratzer raus. Leider sind noch ein paar große hier zu sehen, aber es sieht auf jeden Fall schon besser aus. Und darum haben wir gerade die Tür mit Zahnpasta bearbeitet. Und der PC kommt an. Hierher. Ich muss sagen, an diese geile Aussicht könnte ich mich gewöhnen. Der PC steht mal schon auf dem Platz, wo er hin soll. Jetzt sollte ich mich mal mit den neuen coolen Bildschirmhalterungen beschäftigen, die auch komplett 3D flexibel sind. Allerdings habe ich noch gar keine Ahnung, wie die montiert werden. So, am Tisch verschrauben, Clip festziehen, am Bildschirm montieren. Sieht gar nicht so schwer aus, aber so wie es aussieht, brauche ich erstmal die Bildschirme dafür, dass ich die einstellen kann. Und dann kann ich sie erst an diesen Arm montieren. Wird spaßig, hoffentlich nicht. Okay, heißt, wir müssen drüben in meinem Zimmer erstmal das komplette Setup abbauen. Das wird jetzt auf jeden Fall ein Heidenspaß werden. Denn ich weiß noch nicht mal, ob die ganzen Kabel dann im anderen Zimmer passen von der Länge her. Weil ja die Bildschirmhalterungen flexibel sind. Und zusätzlich ist mein Schreibtisch noch höhenverstellbar. Heißt, könnte etwas komplizierter werden. Aber jetzt muss erstmal diese ganze Saustall und das richtige Zeug von diesem Schreibtisch. Hat jetzt lange genug gedauert. Oh, ich habe gerade noch den Kopf angehauen. Passt natürlich wieder super. Jetzt, wo alles abgebaut ist, dürfen wir das im anderen Zimmer wieder aufbauen. Das Coolste an meinem Zimmer ist ja sowieso immer noch,
das alles modular ist. Okay, so modular ist es dann doch nicht mehr. Zweiter Versuch. Das Coolste an meinem Zimmer ist ja sowieso, dass es modular ist. Nun kann ich jetzt einfach den hier machen. Finde ich, passt super gut hierher. So, dann ziehen wir den vielleicht auch ein bisschen zur Tür hier. So, und hier ist mein neuer Platz dann, so, wo mein Laptop und so hinkommt. Und hier kommt dann die coole Tri-Couch hin. Ihr wisst schon, die orangene, weiße Paletten-Couch. Nebenbei habe ich ja hier, wie ich mein Zimmer ausgeräumt habe, alles auf den Boden verfrachtet. Ich konnte es nicht gleich, eigentlich hätte ich es doch schon gleich ins Zimmer räumen können, aber ich will es danach schön ordnen und dass auch ein cooles Kabelmanagement hier drin ist, dass man, dass es auch ein bisschen Hand und Fuß hat, wie man so schön sagt. Und vor allem will ich das ganze Zeug nochmal sauber machen, weil es einfach zu Tode verstaubt ist. Leute, ich habe gerade gehört, dass wer da war, und zwar, da liegen sie schon, meine Pakete. Natürlich sind das wieder laute Sachen fürs Zimmer. Bei den ganzen Sachen müsste eine Sache dabei sein, die wo ich heute schon brauchen werde. Ich glaube, das müsste das sein. Und ich habe einfach mega das Glück, denn ich dachte, die kommt morgen erst an. Und ich habe lauter so Klemmen gekauft für unter den Schreibtisch drunter, dass ich die Kabel so gut wie möglich zusammenklemmen kann und verstecken kann. Ha, mega nice. Und das andere ist Deko. Das packen wir mal in einem anderen Vlog aus, weil sonst werde ich heute nicht mehr fertig. Dann kümmern wir uns mal um das Hauptsächliche, wo wir uns eigentlich mit beschäftigen wollten. Ne? So, die Bildschirme. Also als erstes müssen wir mal hier diesen Gelenkarm, also der, montieren. Mit den Schrauben A und B. Ah, so. Das kommt jetzt. Ja, sieht gut aus. So, der erste Arm ist montiert. Die sind auch fix, ja, die sind fix. Grüße geht raus am Fix. Ich mache jetzt einfach mal eins provisorisch fertig, dass man selbst sehen, wie das allgemein wirkt. Und dann gehört sich das von unten angeschraubt mit C. C hier. Sieht gut aus. Dann wird das gleiche mit dem Arm nochmal mit den Schrauben gemacht, okay? Nummer 1 hängt. Okay. Also die erste Halterung ist jetzt schon mal fast fertig und sieht ziemlich gut aus. Und den kann ich festziehen jetzt fest. Oh, das ist voll genial. Ich kann die einfach mit einem Imbusdreh festziehen und wieder lockern. Leute, seht ihr das? Voll nice. Mist, ich glaube, mein Konzept geht nicht so auf, wie ich es mir vorgestellt habe. Mein Ziel war jetzt eigentlich dahinter, diesen Bildschirm höher zu machen als diesen hier. Bloß leider ist das Maximum von der Feder erreicht und es haut nicht hin. Scheiße. Also, so könnte ich mich dran gewöhnen. Leute, ich stehe hier, ihr seht es gerade hier. Ich sterbe jetzt hier schon, wenn ich schon dran denke, wie das fertig ist. Das ist so fucking genial gerade. Ich kann da, ja, kann ich gerade nicht runter vor meinem Schreibtisch, weil er nicht eingesteckt ist. Aber gefällt mir gerade ziemlich gut. Ja, Mann. Ich habe jetzt circa noch eine Stunde rumdisponiert. Wie kann ich jetzt das machen, dass dieser Bildschirm hier drüber passt? Und zum Schluss bin ich zur Entscheidung gekommen, okay, mit dem weißen Arm wie hier funktioniert es nicht. Also habe ich jetzt aus meinem alten Zimmer, was ich eigentlich nicht wollte, aber jetzt doch wieder gemacht habe, meinen alten Bildschirm halte ich hier hingestellt. Und der hält jetzt den oberen Bildschirm. Das Einzige, was mich jetzt eigentlich noch an dem gestört hat, ist, dass dieses schwarze Teil hier mega weit auf den Schreibtisch reinragt. Aber das kann man jetzt halt nicht ändern. Ich habe mir ja sowieso die neuen Bildschirmhalterungen einfach gekauft, dass die Bildschirme gerade halten. Bei den anderen sind die Bildschirme immer so nach vorne gesackt und dann muss ich immer so einen Schrägblick machen und das wollte ich nicht noch. Und hier halten jetzt 1A. Ich könnte mich jetzt gerade nicht beschweren, es ist so geil. Ich habe gerade hier versucht, ein paar Kabel zu verlegen und zu schauen, wie lang die sind. Und ich habe festgestellt, ein Viertel der Kabel passt, der Rest nicht. Heißt, ich muss mir jetzt hier alle nachbestellen, beziehungsweise morgen in den Laden fahren und mir welche besorgen. Weil sonst kann ich mein PC nicht benutzen. Das ist ein bisschen blöd. Genau, ein ungünstiger Zeitpunkt aktuell. Finde ich super an den Bildschirmhalterungen, dass man hier genau die Kabel entlang legen kann. So fällt es zum Schluss einfach gar nicht auf, wo die Kabel liegen. Mega nice. So, und ansonsten habe ich hier schon
die Kabel in meinem PC gelegt, dass ich sehe, ah, okay, so lang sind die und passen. Dann haben wir hier unten einen Kabelkanal, der wo das alles ein bisschen strukturieren soll. Aber ein Powerstecker von vier passt. Und ich muss mir jetzt dann noch welche kaufen, weil das haut sonst nicht hin. Destotrotz machen wir jetzt trotzdem weiter, weil irgendwie muss sich der Schreibtisch erfüllen. Also ich packe mein Equipment hin, dass es passt. Dann schaue ich, was mir noch fehlt und was ich noch brauche. Und das besorge ich mir dann morgen am besten in den Elektronikladen. Oh, weil wenn ich es jetzt bei Amazon bestelle, dauert es auch wieder 2 Tage, bis es geliefert wird. Naja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt ran. Der nächste Tag ist angebrochen und ich habe sehr, sehr, sehr schlechte Neuigkeiten für uns. Denn ich war gerade beim Elektronikmarkt und der hatte eigentlich die Kabel nicht, wo ich wollte. Bloß, ich sehe es halt nicht ein, für ein 5 Meter HDMI-Kabel 50 Euro zu bezahlen. Und ich muss dazu sagen, auf Amazon kostet es einfach 10. Und ich muss sagen, nee, sorry, aber da warte ich lieber die 1-2 Tage Lieferung und zahle nicht 40 Euro mehr. Was ist das? Ich habe mir auch heute geschworen, ich gehe nie wieder bei einem Elektrofachmarkt irgendwas einkaufen. Klar, zerstört einerseits den Einzelhandel, aber mittlerweile habe ich einfach das Gefühl, die wollen es nicht anders. Und ansonsten kann ich jetzt heute leider nicht mehr weitermachen und mein PC kann ich wieder 2 Tage nicht mehr benutzen. Dementsprechend war es das auch heute mit dem Vlog. Ich hoffe, der hat euch trotzdem gefallen. Und ansonsten, wenn euch der Vlog gefallen hat, würde ich mich mega über den Daumen hoch freuen. Und ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr. Ciao.